As the other clans strayed and disbanded, a merchant led us to a flower whose petals burned with toxin. Put the toxins in your skin, and you will gain great and strange powers. But those powers will drag you into madness. So, hallo, willkommen zu einer weiteren Folge hier auf Game Inc. Folge 30 des Durchgehens von Mark of the Ninja, Martin mein Name. Und der Typ hier unten heißt Dosan. Den haben wir in der letzten Folge erfolgreich finden können. Leider sind wir nicht in der Lage, ihn zu befreien. Trotz der besonderen Umstände. Für die, die letzte Folge gesehen haben, wissen, was ich meine. Wir müssen 3 Schlüssel finden und... Hoppala. Einer unserer... Naja, die Kamera ist sehr hilfreich. Einer unserer Nebenquests ist es, oder unsere Aufgaben, ist es, keinen Gegenstand dabei zu benutzen. Da steht es. Und hier sind die Schlüssel. Meine Güte, die sind wieder so weit weg. Oh. Ich sehe schon, das wird nicht einfach. Gehen wir doch erstmal außen rum. An der frischen Luft. Boah, die Teile sind so laut, ey. Kann ich nicht nachvollziehen. Okay, ohne Gegenstände zu benutzen. Da ist jetzt natürlich die Frage, ob das im Grunde jetzt hier schon gilt. Oder erst ab einem bestimmten Zeitpunkt. Dann gehen wir eben hier unten rein. Und die Frage ist, zählt dazu auch der normale Bambus-Pfeil? Der ist natürlich bei solchen Sachen unter Umständen recht hilfreich. Oh Mann, hey. Da oben kommen wir eh nicht entlang. Da unten ist ein Licht. Das scheint mir wieder ein riesiges Treppengelände zu sein hier. Da ist der erste. Ja, das ist jetzt halt die Frage. Kann ich hier die Bambuspfeile benutzen oder werden die schon als Gegenstand gewertet? Ich weiß es nicht. Boah! Alter! Ich würde wetten, die werden schon als Gegenstand gewertet. So wie die hier ein bisschen positioniert sind. Und mit den Lichtern. Ich denke, die werden als Gegenstand gewertet. Wo bist du hin? Okay, du läufst den ganzen Weg da entlang. Da oben ist auch noch einer. Das hier wird aber wohl nicht als Gegenstand gewertet. Dann werden wir auf die Bambusfalle mal verzichten und nehmen die Herausforderung an. Und holen uns den ersten Typen hier. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass der uns sonst noch irgendwann Probleme macht. Und erledigt. Wunderbar, jetzt haben wir nämlich auch die Möglichkeit, hier oben entlang zu gehen. Zu gucken, ob man da ein paar Leute umgehen kann. Offenbar nicht. Okay, da haben wir gerade einen Checkpoint gehabt. Der scheint sich hin und her zu drehen. Oho, das war knapp. Achso, das ist nur die Silhouette. Ich habe mich gerade gefragt, wie er das mit dem Licht macht, ohne sich zu bewegen. Aber immerhin, das scheint Sinneswandel. Das ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, die Punkte zu rechtfertigen. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal die Möglichkeit entdecken können. Über den glühenden Sand, okay.
das Ganze hier im Grunde zu umgehen. Frage ist natürlich, ob das jetzt von Vorteil ist. Eventuell verlieren wir ein paar Punkte. Ah, guck mal, der steht da. Der dreht sich nicht um, oder? Der dreht sich nicht um. Ah, war es doch geschickt, dass wir oben rumgegangen sind. Das war gar nicht so dumm. Ich bin selbst überrascht. Und da ist schon der nächste. Den holen wir uns. Glücklicherweise tropft es hier kein Blut. Boah. Du solltest ihn nur loslassen. Boah, natürlich. Oh, ich habe gedacht, ich stehe links. Da habe ich mich aus den Augen verloren. Aber immerhin haben wir keinen Gegenstand benutzt. Wurden wir entdeckt? Nein, wurden wir. Also, ja, wir wurden entdeckt, aber es hat keine Konsequenz nach sich gezogen. Zumindest was unsere Ziele und Punkte angeht. Und es zählt auch nicht als Versteck. So viel dazu. Ja, sag mal, Lot, Mann. Ein Blick auf die Karte. Also da scheint es auch irgendwie weiter zu gehen und hier auch. Dann holen wir uns den letzten auch noch. Nicht, dass der uns hier noch weitere Probleme macht. Mögest du da hochgehen? Danke. Der steht natürlich, wenn man von unten kommen will, recht ungünstig, aber von oben. Vielleicht von oben ist das geradezu eine Einladung. Und ich bin gewillt, diese anzunehmen. Okay. Also manchmal denke ich mir, was der da macht, das kann ja nicht euer Ernst sein. So. Verstecken kann ich die nicht. Das ist die Frage, hier entlang oder unten entlang. Ich könnte mir vorstellen, dass unten ein Nebenquest zu finden ist. Und hier haben wir natürlich wieder absolut unauffällige Fallen. Okay. Oh, die machen natürlich Lärm. Wie? Hä? What was that? Wie ist denn das passiert? When did this break? Gerade eben. Wie umstehst du? Danke. Danke. Was ist denn da jetzt gerade passiert? Ich konnte das nicht ganz nachvollziehen. War da eine Bombe? Habe ich die nicht gesehen? Und kann ich diese Dinger nicht irgendwie umgehen? Vielleicht hiermit? Okay, das sehe ich. Das sehe ich, das ist mir klar. Aber wie kann ich das umgehen? Ich bezweifle es. Naja, abgelenkt ist er nicht gerade, er ist eher aufmerksam gemacht. Ne? Lösen die Fallen halt selber aus. Hey, sie legen die Fallen und sie lösen sie selber aus. Also dann bitte auch hier mit, ja? Was ist das schon?
Also bin kein Freund von so halben Sachen. Wenigstens haben wir dich erfolgreich gekriegt. Du bist schon mal keine Bedrohung, ne? Dann haben wir noch so eine Bombe. Und noch eine. Die darf man nicht berühren, wie wir mittlerweile wissen. Gut, da ist niemand. Tief unter der Wüste. Boah, hey, sollte ich nicht lieber doch hochgehen? Finde Dosans Nadel. Ja gut, wir müssen hoch und runter, wir müssen überall hin. Ich denke, wir werden noch auf jeden Fall vorbeikommen. Kann ich da hinten rein? Nein, das... Ich hatte den Eindruck, es schimmert ein wenig. Okay. Da bekommt ja diese Fähigkeit, von der ich anfangs meinte, dass sie ein wenig einen Allmachtscharakter mit sich zieht. Und im Grunde... Ach du Schande! Unnötig unfair ist, einen ziemlich sinnvollen Nutzen. Gerade mit dem Sandsturm da oben. Da wendet sich das Blatt noch einmal. Okay, das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Und ziemlich gemein. Okay, das sind zwei. Warst du nicht gerade hier? Nein, seid ihr drei? Ihr seid zu dritt, oder? Boah, wie soll ich denn an euch vorbeikommen? Oh, so weit reicht meine Fähigkeit natürlich nicht. Das sind zwei tatsächlich. Ach Mann, ey. So, schnell durchgehuscht. Jetzt haben wir hier natürlich wieder welche, die Lärm machen. Ah, ist das herrlich. Ich weiß schon, wo die Schwierigkeit ist, keine Gegenstände zu benutzen. Sonst wäre ich hier schon längst dabei, wobei es gar nicht geht. Nee, geht tatsächlich nicht. Dann geht das nur bei den Bomben. Okay, Irrtum meinerseits. He'll be back. Da kommt man auch irgendwie hoch. Haben wir da hinten oder da oben jemanden? Der Typ scheint nicht mehr interessiert zu sein, das ist gut. Dann warten wir, bis er möglichst weit weg ist. Okay, er ist so rum. Jetzt kommt er nochmal raus, oder? Ja. Mann, 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 der Radius ist echt heftig. Das ist wie bei diesen Gongs. Ich weiß gar nicht, was die Mehrzahl von Gong ist. Und ich glaube, Punkte haben wir nicht wirklich, die wir da investieren können. Werfen wir aber einen Blick hinein. Naja, einen. So viel dazu. Ich meine, wie soll man die ganzen Leute da erledigen unter diesen Umständen, nicht wahr? Ich werde es bei diesen Sachen hier belassen, die sind ziemlich effektiv. Bei dieser Betrachtungsweise könnte man natürlich doch in Erwägung ziehen, sich die Leute hier zu holen. Meine Freunde wurden mir schon einmal entdeckt. Und so wirklich Konsequenzen hat es nicht mit sich gezogen. Von dem her
kann man das, denke ich, durchaus angehen. Ah, das war ein bisschen zu spät. Weil die Punkte, die wollen wir ja auch haben. Was haben wir eigentlich? Genau, von dem her brauchen wir nur noch einen, um eine weitere Maske freizuschalten. Also das hier sollten wir auf jeden Fall schaffen. Und im Dunkeln erledigt. Wunderbar. Ziehen wir dich auch in die Dunkelheit. Wie ich euch beide erledigen soll, das ist mir doch ein Rätsel. Ihr seid so dicht aufeinander. Also im Grunde ist klar, wie es geht, nur nicht so einfach. Da muss man das Ganze wahrscheinlich gut timen. Guck an. So, der erste. Und der zweite. Ja, wunderbar. Das hat doch super geklappt. Oh, ich bin beeindruckt. Kann selber nicht glauben. Und verstehen erst recht nicht. Aber immerhin. Was war das gerade für ein Klapperer? Gucken wir mal, was wir hier oben haben. Oder ist das einfach nur ein anderer Gang? Was ist das denn? Oh, ich sehe. Und ich frage noch, was das ist. Glücklicherweise müssen wir das hier unten nicht mehr machen. Ey, das ist ja echt mies. Also. Man denke daran, dass man hier diese besondere Gabe hat. Wenn man sie nutzt, ist man klar im Vorteil. Naja. Ich hatte mich doch schon gefragt, wo die Dornen da rauskommen mögen. Warum aktiviert ihr euch nicht? Nicht, dass ihr euch aktiviert, wenn ich drüber gehe. Nein. Okay. Wie dem Ausnahmen. Gehen wir erst einmal hier hoch. Okay. Ich glaube, da ist kein Durchkommen. Kein Durchkommen. Dann schauen wir mal, was wir hier gesagt bekommen. The Sumi is usually kept underground, in an airtight chamber. A chamber just like this one. Sammle die Tattoo-Sumi. Hol die Sumi ohne dabei Schaden zu erleiden. Finde Dosans Nadeln, Sumi und die Schlüssel. Da wird aus einer Aufgabe gleich sehr viel mehr und das innerhalb von kurzer Zeit. Ist wie mein Leben. Ach man, das ist ein Witz, oder? Das ist echt mies. Boah, Alter. Mach keinen Unsinn. Ja, das weiß ich auch. Die Sumi ist die Tinte, kann das sein? Entweder ich habe uns verpasst. Oder ist tatsächlich so? Deswegen gibt es da, glaube ich, auch die Sumi-Malerei oder sowas in der Art. So. Oh Mann, hey, da haben wir wieder einen. Ich würde echt gerne die Lichter kaputt machen.
Also wie war das? Ohne Gegenstände zu nutzen, ohne Schaden zu erleiden, also im Grunde nicht entdeckt zu werden. Ja, und ohne entdeckt zu werden. Ist klar. Irgendwie ist alles drei auf einmal. Finde Dosans Nadeln, die Sumi und die Schlüssel, alles drei. Sammle die Tattoo Sumi. Die sind dann offenbar immer alle an der gleichen Stelle. Boah. Okay. Ist natürlich scheiße. Mit diesen Ketten hier. Schauen wir mal, was passiert. Boah, und dieser Lärm, hey. Zeig mir mal. Okay, die sind offenbar nur Deko. Kann das sein? Hier haben wir ein Rad. Das macht hier unten irgendwas. Jetzt wahrscheinlich die Kettenbewegung, vielleicht ist es ein Fahrstuhl oder irgendwas. Und wir haben hier oben etwas, das noch runterfällt. Und wir haben zwei Gegner, die wir möglicherweise zuerst erledigen sollten. Sonst verursachen wir hier wohl eine ganze Menge Lärm. Sind es drei Gegner? Es sind drei Gegner. So viel zu den vorherigen zwei. So. Kann ich euch da runter machen? Nein, kann ich nicht. Wieso nicht? Ah, doch, kann ich. Okay, komme ich jetzt wieder hoch? Nur auf dem umständlichen Weg. Und du stehst natürlich super günstig. Hey, sonst habe ich doch wirklich immer wieder Stellen gehabt, wo es, sag mal, wo es so knapp im Sprung war. Okay, er will nicht hoch. Scheiße. Genau, natürlich. Natürlich. Hey, er hat sich doch nicht einmal umgedreht. Ich wollte gerade erst prüfen, ob die sich eventuell umdrehen. Oh, ist das... Leute, das regt mich so auf. Das regt mich so auf. Aus heiterem Himmel entdecken die einen plötzlich. Weißt du? Da denke ich mir dann auch teilweise... Ja, dann lasse ich es halt einfach mit diesen Nebenzielen. Soll ich mich daran so... Guck mal, nicht mal Punkte kriege ich fürs Verstecken. Was soll ich mich da so abrackern mit? Na, guck mal, der sieht mich jetzt nicht mal. Da renne ich in helllichtem Licht die Treppe hoch und er sieht mich halt nicht. Die Nullnummer. So eine Pfeife würde der Jan sagen. Genau. Einfach weil du es kannst, nicht wahr? Einfach weil du es kannst. Jetzt lass mich raten. Das Drehen des Rades, das hätten wir vorher machen sollen, das wäre wahrscheinlich von Vorteil gewesen. Ja. Bin ich jetzt tot? Oh, ich bin tot. Das glaube ich gerade nicht, oder? Okay, haben wir eine zweite Chance, aber dass mich das jetzt hier gleich umbringt, ich meine, da werde ich von Bomben niedergeschlagen, ja. Und angeschossen und alles. Und nichts passiert großartig. Aber wehe, es fällt mir was aus dem auf den Kopf. Und wehe, du feuerst da jetzt eine deiner Leuchtpistolen ab, hey. So, wir wissen auf jeden Fall. Dass wir diesmal hier nicht gleich hochgehen. Den werde ich mir so schnappen.
Erledigt haben wir ihn auf jeden Fall und diese Option haben wir immer noch offen. Versteckt hinter der Vase und dann lasse ich dich jetzt auch liegen. So, guck, der dreht sich nicht um, wie man eindeutig erkennen kann. Jetzt gehen wir hoch. Und das hier wird nicht so viel Lärm machen. Doch, es macht so viel Lärm. Der kriegt's mit. Okay. Sollten wir vielleicht hier hochgehen. Aber ich muss immer noch sagen, es ist sehr nice. In diesem hier rumgeschleichen, das ist nochmal eine ganze Schippe schwerer geworden. Zumindest wenn man diesen... Was? Oh, verdammt. Ja, komm, ich möchte sterben. Komm, schieß mich ab. Das probieren wir noch einmal. Och Mann. Das ist aber gerade echt ärgerlich. Ich habe die Leiche vergessen. Da habe ich mir gedacht, ich verstecke sie jetzt nicht. Ja, damit man mich beim Verstecken nicht entdeckt, weil ich da eventuell zu weit nach vorne gehe, weil da hat er mich ja vorhin entdeckt und einfach den Abgrund runterwerfen kann ich sie ja nicht. Ich kann sie nur durch Schächte oder dünne Bodenplatten, wenn man es mal so nennen will, durchwerfen, aber nicht von Abgründen unterwerfen. Na, hier etwa rein, das geht nicht. Und dann klettert der Typ hier halt hoch und entdeckt diese Leiche. Super. Was ist das denn? Okay, das ist die Sumi. Ja klar, die Tinte. Boah, dass sie da so ein Hehl drum machen. Ein bisschen Tinte. Natürlich, wenn sie solche Fähigkeiten verleiht wie das hier, kann ich es nachvollziehen. Aber die Tinte will ich erstmal sehen. So, jetzt hier, du. Hoffe ich, dass ich den zu greifen kriege. So. Wenn der jetzt entdeckt wird. Ja, hinschmeißen werde ich es nicht. Das wird hier jetzt durchgezogen. Und zwar wie eine Line. Von vorn bis hinten. So. Jetzt gucken wir mal. Vielleicht ist es von Vorteil, wenn man den jetzt hier umgeht. Oh, oh, oh. Oder auch nicht. Okay, da geht die Treppe da hoch. Ja, okay. Ich hätte jetzt gedacht, der geht hier eventuell unten rum irgendwie und leuchtet da hoch. Hätte man ihn überbrücken können. Und dann machen wir das halt so. Was this already broken? Ja. Dich haben wir auch erledigt, wunderbar. Und den letzten, den schnappen wir uns aus, sonst macht er uns hier noch Probleme. Wenn wir an dem Rad drehen, denn dann drehe ich am Rad. Drehst du dich? Wahrscheinlich hört er gerade etwas Hip-Hop. Lassen wir es drauf ankommen. Tja, bei der Arbeit hört man keine Musik. Zumindest nicht bei dieser Art von Arbeit. Und jetzt möchte ich doch mal genau sehen, was da passiert und was das an Lärm verursacht. Drehen. Gar kein Lärm. Wahrscheinlich könnten die hier stehen, da hingucken und sie kriegen es nicht mal mit. Und das da hier verheißt nichts Gutes. Lass mich ran, das ist auf Zeit. Mhm.
Müssen wir nochmal nachprüfen, ob ich da überhaupt noch unten wieder rauskomme. Wie ist das hier nochmal aufgebaut? Hä? Okay, jetzt sehe ich es. Ich habe mich gerade gewundert, wo die zu mir sein soll. Ja, okay, dann ziehe ich das hier rüber. Dann. Ich meine, da kann ich ja nicht durch. Ich würde ungern da unten eingeschlossen sein. Ja, wie komme ich denn dann da wieder raus? Ich meine, ich ziehe das hier rüber, dann stehe ich irgendwo hier. Dann kommt das Ding hier runter und dann stehe ich dazwischen und komme nicht mehr raus. Ich werde doch unmöglich so schnell sein, dass ich hier runterkomme, das darüber ziehe und dann noch rauskomme. Das kannst du vergessen. Ja, okay. Wie dumm von mir. Ich drück's halt rein, anstatt dass ich's ziehe. Uiuiui. Aber immerhin. Ja, mach hin. Warum da unbedingt die Zacken sein müssen. Ist leicht übertrieben. So. Glücklicherweise können wir das auch schieben. Auch in geducktem Zustand. Und da haben wir. Die erste. Wunderbar. Kurzer Blick. Eine haben wir. Hole die Sumi, ohne dabei Schaden zu erleiden. Ja, Glanzleistung, oder? Glanzleistung hier. Beim ersten Versuch möchte ich behaupten. Und ja, ich weiß, es ist nicht wahr. Aber wen kümmert das schon? Ist ja nur meine Meinung. Ja, an dieser Stelle werden wir auch einen Cut machen. Hier an diesem engen Schlitz. Da sitzt es sich so gut. Da werden wir nicht entdeckt. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erneut fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben, wenn euch das gefallen hat. Und dann schauen wir mal, dass wir uns in der nächsten Folge besser anstellen. Bis dann.